Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item-Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, willkommen in den Item-Shop vom 16.08.2019. Fast nur neue Items. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 10 neue Items. Ja, okay, dann fangen wir doch mal direkt an und fangen erstmal mit Electro Swing. Ja. Electro Swing für 500 V-Bucks, mega geiles Teil, 10 von 10. Von mir auch. So, eine Benotung von 4,6655 bei 133 Votes erstmal am 22. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 14 Mal und 519 Reminders. Dann kommen wir zum Schubplattler. Schubplattler. Auch mega cool, gerade hier aus dem Bayerischen. Schubplattler, hier. Ja, mega geil. 10 von 10. Von mir kriegt 8. 3 von 5 bei 14 Votes, was beim 18. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x und 8 Reminders. Dann kommen wir zur Sonnenblume, Sunflower. Finde ich nicht so wirklich schön. Kriegt? Für 800 V-Bucks kriegt von mir 5 von 10. Von mir 4 von 10. 3,4455 bei 34 Votes, was beim 6. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 23 Reminders. Dann kommen wir zu Team Burger. Mit dem Team Burger an. Für 100 V-Bucks. Ich bin Team Burger. Ich bin auch Team Burger. Wie viel gibst du dem? Ja, gebe ich 7 von 10. Ich auch. 3,85 bei 5 Votes und 0 Reminders. Dann Team Tomate. Ja, dem muss ich dem natürlich ein bisschen weniger geben. 6 von 10. Von mir auch. 4,335 bei 3 Votes und 0 Reminders. Dann kommen wir zu dem Bannerschild. Das findest du ja ziemlich geil. Ja, weil ich ja diesen Battle Wars hab dann ab. Mhm. Aber sonst würde ich noch einen Stoll finden. Hier steht ja auch noch mit deinem Banner für Night. Mega cool für 400 V-Bucks. Ich finde den auch nicht schlecht und der kriegt von mir. Die Idee finde ich halt geil. 8 von 10. 10 von 10. 5 von 5 bei 4 Votes und 36 Reminders. Dann, genau. Kommen wir zu rostiger Pizzaschneider. Genau, zum rostigen Pizzaschneider. 800 V-Bucks. Und ich muss sagen, ich finde das Teil, dreh den mal bitte und mach mal den Backzug-Effekt. Ich muss sagen, ich finde das Ding relativ cool. Kriegt von dir. Und finde ich auf jeden Fall besser als den normalen Pizzacutter. Kriegt von mir 7 von 10. Von mir auch. 2,55 bei 4 Votes und ein Reminder. Okay, dann, Items up, 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 wir sind noch da. Dann kommen wir zum Stachelklatscher. Ja, der ist witzig. Dreh den mal bitte. Der ist witzig. Weil da sieht man nämlich auf der anderen Seite, sieht man nämlich hier, genau, so solche Dinge da, also quasi Kills wahrscheinlich da eingeritzt, wie sie es früher in den alten Gewehren gemacht haben bei den Weltkriegen. Ich hätte sowas sowieso schon längst irgendwo eingebaut, aber dass man dann wirklich so eingeritzt, so wie dieses Backpack, ja, dem bei dir hochaccountet wird. Jo, also, wie viel gibst du dem? Ich gebe dem Ding 7 von 10. Von mir 3 von 10. 1,5 von 5 bei 4 Votes und 1 Reminder. Dann kommen wir zu der Magengranate, also zum fauligen Burger, wie auch immer. Gibt's mit 2 Styles? Ja, ich find den eigentlich ziemlich in Ordnung. Also 7 von 10 kriegt er von mir auf jeden Fall. Ich finde den auch besser als den normalen. Gehen bitte nochmal auf den anderen zurück. Ich finde den auch besser als den normalen Burger. Und der kriegt von mir, vor allem wenn man da guckt, vorne, dreh den mal bitte ein bisschen. So. Hier erstmal, geh mal nach rechts, genau. Da ist so ein toter Smiley auf dem Arm. Ja, ich geb dem 7 von 10. Von mir kriegt er auch 7 von 10. Ja, und dann sehen wir hier nochmal hinten beim Backpack, beim Imbiss-Paket, also bei dem Burger. So sieht es da aus hier mit Ketchup, Mayo und da dieser Burger hinten dran.
2,7 für 5 bei 10 Votes und 3 Reminders. Dann kommen wir zum letzten Item, und zwar Treibhaustomate. Treibhaustomate? Ja, ist genau das gleiche wie das andere, nur ich finde, dass der halt 6 von 10. Der kriegt halt 6 von 10 von mir. Nämlich genauso aus wie der andere. Oh, was ist da hinten? Ja, hier haben wir bei dem Tomato noch hinten das Backpack. Sieht so aus. Ja, mit einem Fernzünder. Das heißt, das ist irgendwie eine Tomatenbombe hier, so wie das aussieht. Eigentlich ziemlich grau. Kein Plan. Kriegt auf jeden Fall von mir auch 7 von 10. 7 von 10, okay. Der hat eine Benotung von 3,11 von 5 bei 9 Votes und 2 Reminder. Achso, erstmal Leute, wir bewerten jetzt erstmal den Shop. Heißt, der Shop. Was kriegt denn der Shop von dir? Von mir kriegt er diesmal ein Love It. Von mir auch. Also. Absolut mega geiler Shop. Also ist eigentlich kein. Bis auf diese Sonnenblume finde ich alle Items ziemlich cool. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was ihr Kommentare über den Kanal. Und schreibt es an, wenn es wieder heißt. Fordert Daily Shop. Use unseren Support Creator Code. Ja. Müsst ihr mal schauen. Use unser Support Creator Code sofort. U gleich TTV. Müsst ihr mal schauen, ob die jetzt wieder rauskommen. Wenn doch alle zwei Wochen entfernt. Ne? Also, use unser Support Creator Code sofort U gleich TTV. Bis dahin, und tschüss.